Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming. Und ihr seht schon, es ist ein... Hamburg ist nämlich die V2 rausgekommen. Bitte nicht beachten, dass es hier ein bisschen rumhängt. Ich kann nichts dafür. Ist halt die V2 rausgekommen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. So, auf jeden Fall sieht man hier jetzt Navigation, ne? Und auch hier Bus kann ich jetzt fahren. Und das will ich heute tun. Ich bin heute nämlich Busfahrer in Roblox, meine lieben Leute, beziehungsweise in Hamburg. Die Lenkung ist allerdings doch ein bisschen kacke. Also bitte nicht wundern. Ja, da fahre ich jetzt einfach außen rum. Also die Lenkung ist noch ein bisschen scheiße von den ganzen Fahrzeugen. Man sieht jetzt hier auch die km/h-Anzeige, also wie schnell man fahren darf. Ey, was ist denn hier in Hamburg schon wieder los? Nur Polizei. Nur Polizei. Polizei unterwegs. So, fahren wir mal weiter. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Also es gab hier auf jeden Fall viele neue Dinge. Unter anderem kann ich euch auch gleich nochmal was zeigen. Das mache ich gleich. Also die Lenkung ist halt noch ein bisschen kacke. Auch das Blaulicht funktioniert irgendwie komischerweise nicht. Hier seht ihr auf jeden Fall, dass man jetzt hier so ein... Ja, wie soll man sagen? So ein... Rad. So ein Werkzeugrad. Dingsbums hat. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das haben sie jetzt auch neu gemacht. Finde ich auch eine ganz nice Idee. Wenn man jetzt praktisch im Polizei ist, hat man halt hier auch überall Waffen. Aber ich bin halt Busfahrer und hab deswegen nix. So. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Busse. Hier gibt es auch anscheinend einen Mercedes Sprinter. Genau. Ups, aber jetzt habe ich Schluck auf. Ich würde sagen, wir fahren den erstmal. Genau, so. Wir haben hier auch Spuren. Natürlich sind hier keine richtigen Leute im Bus. Also, das ist wie bei dem LKW-Job. Was sie auch gemacht haben, ist ein bisschen die Map allgemein. Ein bisschen umgeändert. Also, hier gibt es Fußballplatz. Der ist hier. Da gibt es einen Fußballplatz. Und den kann ich euch gleich zeigen. Ich muss hier eben rechts rein. Also hier gibt es einen Fußballplatz. Oder was auch immer sein soll. Es gibt ja auch noch einen Basketballplatz. Ne, hier gibt es halt diese ganzen Bushaltestellen jetzt. Die sind ja neu dazu. Komm, hier ist diese Dealership. Wo man sich Autos kaufen kann. Ist auch neu. Also die haben hier auf jeden Fall viele neue Dinge reingemacht. Unter anderem die Häuser, glaube ich, ein bisschen außerhalb und so auch gebaut. LKW-Job wurde auch ein bisschen überarbeitet, also du musst auch manchmal jetzt weiterfahren. Auch mal ganz nach hinten. Also es kommt auf jeden Fall auch noch eine Emergency Hamburg LKW-Folge, weil da auch nochmal ein paar Dinge neu gemacht wurden. Da habe ich auf jeden Fall auch noch Bock, das euch zu zeigen. Aber da ja das ist jetzt einen neuen Bus-Job gibt, habe ich mir gedacht, mache ich erstmal ein Video über Bus. Über den Bus-Job. Schaffe ich noch? Ja, natürlich wurde ich geblitzt. Die haben ja auch diese Hucke gemacht. Also das hier ist eine 30er-Zone. Ja, ich muss mal nach da vorne. Bin leider falsch abgebogen. Ja, was eigentlich ganz geil ist, ist halt hier diese Navigation, dass man jetzt, dass man hier jetzt die Wege so markieren kann und nicht mehr übers Handy. Das ist erstmal so alles, was eigentlich gefühlt neu gemacht wurde. Also ich weiß gar nicht, mehr gibt es erstmal gar nicht. Soweit ich weiß. So, rufe ich sie mal auch zurück. So, und biegen die mal ab. Geblitzt.
Ich muss leider mal kurz so fahren. So. Ich muss jetzt leider mal kurz ein bisschen unrealistisch fahren, weil ich sonst hier nicht rumkäme. Genau, so. Dann biegen wir mal rechts ab gleich, wenn man endlich jemand diese Scheißampel grün wird. Ah, da wird sie grün. Jetzt können wir endlich mal fahren. Yippie. So, Vorfahrt haben wir. Von daher dürfen wir hier durch. Ah, ich bin noch ein bisschen müde. Tatsächlich. Da kam auf einmal ein Bus. Ey, bremst doch. So. Auf jeden Fall hier auch die Feuerwache. Sieht jetzt ein bisschen geiler aus. Also ist schon, also die haben hier schon einiges geändert. Die Straßen halt auch allgemein. Häuser haben jetzt Licht, wie ihr hier sehen könnt. Also die haben jetzt hier Licht. Auch eine ganz nice Sache, die die gemacht haben. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder drehen. So. Also auf jeden Fall sehr viele neue Sachen in der Map, als auch Bushaltestellen, ne, für den Busjob. Und Häuser haben auch Licht. Also die haben hier schon einiges geändert. Also joint doch gerne mal hier das Spiel. Ist auf jeden Fall sehr nice. Warum die jetzt hier mit blaulichten Sirene zur Feuerwehr fahren, habe ich auch keine Ahnung. Aber ja. So. Gut, dann fahren wir jetzt mal geradeaus. Warum blinkt die Ampel gelb? Das verstehe ich auch nicht ganz. Also wenn das Spiel schon realistisch sein soll, dann sollen sie auch die Ampeln ein bisschen realistischer machen. Aber ja. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht auf dem Handy bekommen. So, hier ist wieder die nächste Haltestelle. Also, die Haltestellen sind schon relativ nah aneinander, aber es ist ja auch eigentlich in echt so. Ne? Also, Haltestellen sind gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Warum stehen die denn jetzt hier alle beim Juwelier? Ist das denn das Juwelier? Ich werde geblitzt. Nee, doch nicht. Ja, auf jeden Fall, das Navi hier rechts ist auf jeden Fall eine geile Sache, die die auf jeden Fall gut gemacht haben. Einer meiner Lieblingsfeatures, die in der V2 auf jeden Fall reingekommen sind. Also, das finde ich schon geil, dass man hier einfach wählen kann, wo man hin muss, wo man hin will. Also, das ist schon eine nice Sache. So, dann müssen wir jetzt hier gleich mal rechts rein. Hier müssen wir rechts. So. Dann müssen wir hier gleich auch nochmal rechts. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, 61k. Hier will sogar einer mit dem Bus fahren. Ah, der ist sogar eingestiegen. Ah, das Auto kann sogar gar nicht, der Bus kann sogar gar nicht gelockt werden. Ist halt die Frage, warum der jetzt in meinem Auto sitzt. Aber egal. Wir könnten ja gleich mal meinen Bus ein bisschen färben. Da hätte ich schon Bock drauf. Warte, sollten wir mal den Bus... Ah ja, jetzt ist er direkt hier um der Ecke. So. Fahren wir hier mal kurz zum ADAC. Den Bus zu färben. Die haben auch die ADAC-Wache komplett neu gemacht. Ah, anscheinend wollte er sogar zum ADAC. Keine Ahnung, was der machen wollte. Na gut, also... Das ist ja die Garage. Ich bin so dumm. Das ist ja die Garage für ADAC. Ich muss hier in die Vehikelgarage rein.
Ja, jetzt kann ich's. Orange, so. Copyright-Musik. La 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 la. Ich hoffe mal, das war keine Copyright-Musik. Aber eigentlich darf man in Roblox gar keine Copyright-Musik mehr reinmachen. Und daher gehe ich mal davon aus, dass es keine Copyright-Musik ist. Von mir ist im Prinzip ist es eh für mich noch egal, weil ich eh noch kein Geld mit YouTube verdiene. Von daher ist es eigentlich egal. Aber dennoch ist es scheiße, wenn man dann so ein Copyright-Verwarnung hat. Also noch habe ich sogar gar keine Copyright-Musik, keine Copyright-Beschwerden. Also Beschwerden schon, aber halt nicht so wie nennt man's? So schlecht. Also ich habe natürlich so, also ich habe keine Verwarnung, sagen wir es so. Ich komme jetzt nicht aufs Wort. Wir müssen jetzt hier links, glaube ich, tatsächlich, ne? Ja, hier ist die Kurve. Wow, Ampel. Oh, der Bus ist nicht kaputt gegangen. Das ist ja was ganz Neues. Ich glaube, die letzte, meine letzte Folge ging sogar relativ lange. Also YouTube-Video ging relativ lange. Ist gar nicht wie lange. Habe ich denn mal endlich dieses blöde Ende erreicht? Habe ich schon 72? Warte, wie viel XP kriege ich denn? Weiß das gar nicht. Egal. Wir fahren jetzt hier erstmal wieder raus. Unser Bus ist jetzt auch schön orange. Hier ist eine Busparty. Dann warten wir hier mal kurz. Ich mach mal kurz einen Cut, damit es nicht so lange dauert. So, ein paar Minuten gewartet und jetzt kann ich auch hier rein. So. Perfekt. Ich hätte ihn sonst einfach irgendwann per Hand weggeschoben, aber der hat relativ schnell wieder Platz gemacht. Und daher musste ich nicht ganz so lange warten. Und ja, anscheinend ist hier eine Bus Kuh. Eine Busmafia ist hier. Warum hat er eigentlich da so Blaues am Bus? Jetzt fahren wir alle hier Bus. Wie viel Uhr haben wir es? Ah, 5 Uhr. Grüß. Müssen die jetzt hier auch rechts rein? Ja, müssen die. Und dann bleiben wir hier nur stehen. Okay, hat er angenommen bei ihnen. Also die haben dieselbe Dings gerade wie ich. Also die verfolgen uns jetzt die ganze Zeit. Jetzt kann ich auch Licht ausmachen. Ja, da wurde ich leider geblitzt. So, die fahren auch einfach über Rot, dann fahre ich jetzt auch über Rot. Okay, so. Zack. So, dann fahren wir mal weiter. Ich habe jetzt mal kurz ein bisschen gewartet, damit diese Bus Leute nicht ganz so lange brauchen. Ich werde jetzt auch nicht mehr allzu lange hier diese Route fahren. Es wurde einfach genau dann grün, wo ich fahre. Ja gut. Ich würde sagen, das war's mit dem chaotischen Video als Busfahrer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Falls ihr eine weitere Folge vom Bus-Simulator, vom Bus-Job haben wollt, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Euer Sando. Ciao, ciao.